Hallo meine Zuschauer, heute nehme ich das Spiel Metro Exodus auf. Vor ein paar Stunden ist das neue DLC The Two Colonies rausgekommen. Das werde ich heute zocken. Anna, meine Tochter. In dem Jahr, das wir unterwegs verbracht haben, konnte ich nachdenken. Respekt. Verantwortung, Pflichten. Das alles bedeutet nichts verglichen mit dem, was wichtig ist. Meine Familie. Du. Tut mir leid, dass ich das erst jetzt begriffen habe. Falls nötig, werde ich diesen schneebedeckten Friedhof mit einem Sieb absuchen, um das Heilmittel zu finden. Was Artyom betrifft, er fühlt sich schuldig. Er will es wieder gut machen. Ich muss nur dafür sorgen, dass ihn das nicht das Leben kostet. Der wichtige Teil ist, dass ich wieder in der Metro bin und mich hier kein Mutant aufhalten kann. Mit der Strahlung an der Oberfläche ist das allerdings anders. Ehrlich gesagt dachte ich, dass der Weg hinein für mich ein Himmelfahrtskommando sei. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz, mehr kann ich nicht sagen. Aber jetzt haben wir beide, dank des grünen Zeugs, das Kyrill uns gegeben hat, eine Chance, das Ziel zu erreichen und zu überleben. Also, Gefreiter, Artyom ist gegangen und ich sollte jetzt besser auch aufbrechen. Aber was ist mit mir, Herr Oberst? Du bleibst hier. Ich teile dich hiermit zum Funkdienst ein. Jemand muss die Operation koordinieren. Kommst du mit der Verantwortung klar? Ja, Herr Oberst, das kann ich. Gut. Übrigens, Gefreiter, wie habt ihr hier vor den Unruhen gelebt, als es noch genug grünes Zeug gab, um herumzulaufen? Es war ganz gut. Aber mein Vater war immer im Einsatz oder auf Patrouille. Also, hast du ihn kaum gesehen? Oh, nein. Papa gab sein Bestes, früh heimzukommen. Insbesondere in den Ferien. Wir waren sogar letzten Silvester zusammen. Herr Oberst, der Typ von der Wartung bat mich, Sie daran zu erinnern, den ganzen Schleim an den Pumpen zu verbrennen, sobald Sie dorthin kommen. Der Schleim ist so gut wie erledigt. Oberst Kletnikow nimmt den Flammenwerfer persönlich in die Hand. Mal den Teufel nicht an die Wand. Wo ist der Flammenwerfer? Ja, bitte, Herr Oberst. Aber er ist ziemlich schwer. Ich weiß. Steht er unter Druck? Sollte er. Ich würde es aber nachprüfen. Der Griff ist an der Seite und ein, zweimal pumpen, falls nötig. Immer muss man pumpen, alles selber machen. Also gut, ich bin dann mal weg. Macht ihr dem Schleim auch die Hölle heiß? Wird erledigt, Herr Oberst. Halt und Beinbruch. Na ja, gut, Oma. Mindestens. Ah, danke. Interessant. Also andere Waffen kann ich zurzeit noch nicht ausrüsten, aber ich glaube, das geht auch so. Das nehmen wir mal mit. Verdammt, das Ding ist riesig! An alle Gruppen. Ich habe gerade einen ausgewachsenen Wurm gesehen. Passt also auf! Erle, hier spricht Rot 1. Verstanden. Rot 2, verstanden. Rot 3, verstanden, Herr Oberst. Gut. Gut. Inventar können wir auch noch nicht bedienen. Thank you.
Das brennt aber schön. Bisschen hier, ein bisschen da. Brennt wohl nicht. Oder doch? Ja. Ah. Ein paar Spritzen. Ein paar Bauteile. Ein Buch. Ach du Heilige. Was ein angespitztes Stück Holz alles machen kann. Wir pumpen mal ein bisschen wieder. Bisschen mehr Treibstoff. Naja, was war? Ist wohl für ein Ding. Mal sehen, ob wir es starten können. Oh. Oh, gut. Jetzt haben wir das Licht angemacht. Oder? Nee. Ah, wir haben die Wasserpumpen angemacht. Wunderbar. Wie schön das alles brennt. Dann drehen wir mal hier am Rad. Wieder mal ein bisschen Druck reinmachen. So, jetzt kommen wir hier durch.
Das wird alles abgefackelt. Also irgendwas hat uns gerade gebissen. Wieder mal ein bisschen Druck aufbauen. Boah. Harry, hier ist Groß 3. Ich habe hier ein geplatztes Rohr. Komme nicht durch. Wir brauchen Sprengladung. Groß 3, Sie brauchen keine Sprengladungen. Suchen Sie das Ventil und drehen Sie das Wasser ab. Verstanden, Erle. Erle, Groß 3 hier. Ich habe das Ventil gefunden und fahre wie geplant fort. Wir fackeln einfach alles ab. Also, wir können immer noch das Inventar nicht bedienen und das neue Modul nicht einbauen. Brennt das überhaupt? Ist gar nicht gut, in so einem Gewässer rumzuschwimmen, wo diese Wurm ist, der dich anspucken kann. Wo ist der hin? So, noch ein Ventil aufgedreht. Dann pumpen wir mal wieder eine Runde. Da liegt eine Leiche mit ein paar Sachen. Super. Gut, dann das ist hier auch abgefackelt.
noch eine Kiste geplündert und jetzt hier Tür auf und Feuer an. Und eine Runde pumpen. Ah, hier haben wir so einen Tisch. Mal sehen, was wir hier aufrüsten können. Reinigen ist nicht schlecht. Luftdichtes Drucklüftsystem. Das luftdichte Druckluftsystem ist dem Standardsystem sehr ähnlich, verliert aber keine Luft, wenn der Druck mal überhöht ist. Ja, montieren wir mal dran. Hier unten kann man noch nichts aufrüsten. Aha, und hier können wir ein paar Liter Treibstoff oder Brennstoff für den Flammenwerfer herstellen. Gut, ich glaube, das reicht. Obwohl, ja, ich denke, wir finden noch ein bisschen was. Ja, wie schon gesagt, wir finden was. Oh, das ist ein großer Wälder. Da wird es richtig gut. Wie viel passt da rein? Sehe ich gerade noch nicht. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, wir gehen aber hier entlang. Das wird hier abgefackelt und dann klettern wir hier mal durch. Anmachen, alles abfackeln. Das brennt aber schön. Da passt 115 Treibstoff, Brennstoff rein. Dann pumpen wir mal wieder eine Runde. So ziemlich. Und bei Ihnen? Da verhält den Druck nicht. Und ich kann das Leck zum Verrecken nicht finden. Haben Sie Ersatzbrennstoff? Ich hatte nicht erwartet, dass die Scheiße hier so dicht wächst. Natürlich habe ich welche. Hier, nehmen Sie. Gut. Danke. Naja, wir hatten auch selber genug davon. Offizieren zu helfen. Außerdem ist diese Scheiße wie wild gewachsen. Ah, ich glaube, ich hab's. Tatsächlich. In Ordnung, dann gehe ich mal zu den anderen. Viel Erfolg, Herr Oberst. Tschüss. Ihnen auch. So schön drin.
nehmen wir mal mit. Brauchen wir eher als der Typ hier. So, das auch. Dann hier mal durch die Tür. Das wird auch alles drin. Ich glaube, ich gehe links entlang. Da ist noch was. Die platzen aber auch immer so, die Sommer. Was haben wir jetzt hier erreicht? Aha, hier gehen wir auch durch. Pumpen, pumpen, pumpen. Dann das hier mitnehmen. Ich glaube, wir müssen hier entlang, oder nicht? Okay. Hier geht's tiefer und hier geht's auch irgendwie richtig ab mit den, was das so sind für Organismen. Flammenwerfer ist echt eine gute Sache, also. Das ist auch nicht klar. Kannst dich überall durchrennen. Würmer zum Platzen bringen. Und vieles andere. Beispielsweise, wieso hier so ein kleines Taschenlampe. Oder so eine Packe. Kein Druck mehr. Ich weiß gar nicht, muss man hier irgendwie einen bestimmten Weg gehen, weil es gibt immer so zwei verschiedene Wege, die man so gehen kann. Und ja, dann wähle ich halt den hier raus. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch wegen dem Wasser. Möglicherweise müssen wir oben irgendwas zuschrauben. Ja, genau so. Und wieder mal durchrennen, durch einen Strand. Kommen wir endlich hier durch, das stand ja gar nicht. Ah ja, hier, endlich. Und den Generator machen wir mal an. Hier kommen wir nicht durch. Also. Oh, wow, wow, wow. Jetzt macht's gleich Bumm. Oder nicht? Herr Oberst,
Ich hatte gerade die Wartung dran. Die sagen, das Wasser fließt wieder. Sie schicken ein Team, das sich um den Rest kümmert. Auftrag erledigt. Das ist doch schön. Großartig. Danke. Ach, immer noch nicht. Na super. Dann schrauben wir mal hier die Tür auf. Herr Oberst, Auftrag erledigt. Ah, super. Rührt euch, meine Herren. Sie haben das großartig gemacht. Vielen Dank, Herr Oberst. Offen gestanden haben wir nur hinter Ihnen aufgewischt, Herr Oberst. Ach, schon gut. Aufwischen! Klar. Im Namen von Oscom spreche ich eine offizielle Empfehlung aus. Wir dienen Oscom. Sehr gut. Nun, dann raus aus den Anzügen. Ziehen Sie den Anzug aus und legen Sie den Flammenwerfer weg, Herr Oberst. Die müssen dekontaminiert werden. Am Kontrollpunkt gibt's außerdem eine Dosis grünes Zeug. Ich gebe doch Bescheid. Sie waren Strahlung von mindestens einer Woche ausgesetzt. Gut. Vielen Dank. Ja, dann geben wir unsere Rüstung hier ab. Hier, bitte. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Herr Oberst. Steigen Sie ein, Herr Oberst. Vielen Dank. Hey, dann fahren Leute, wir eine Runde. Wir können euch zum Prospekt bringen. Danke, Herr Oberst, aber wir warten hier auf den Transport vom Hauptquartier. Der hat genug Platz für alle. Dann viel Glück. Auf geht's, Petrovic. Ich glaube, das war's erstmal mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auftrag erledigt, Genosse General. Ich bin fast durch, Dolja. Die Würmer sind alle Toast. Die Jungs.